Nicole Passon hat den großen Preis der Deutschen Kreditbank gewonnen. Philipp Rüping ist platziert unter den Top 3. Ich glaube, Zweiter, richtig? Dritter. Jetzt muss ich einfach mal fragen, weil man weiß, da sind 10 im Stechen. Man kennt natürlich auch so ein Feld in einem großen Preis. Was denkt dann Philipp Rüping von der Springreiterin Nicole Passon? Was sind so ihre Qualitäten? Oh, ich kenne Nicole jetzt schon lange, wie sie reitet, und muss sagen, bin da also schon, seitdem ich sie kenne, angetan davon, wie sie das macht, mit unheimlich viel Gefühl, auch mal ein schwieriges Pferd wirklich super auf dem Turnier zu präsentieren, und diese Leistung heute hier bestätigt, dass sie das nicht nur mit jungen Pferden, was sie auch viel macht, die super ausbildet, gut kann, sondern auch wirklich auf internationalem Top-Niveau super stark reitet, und damit hat sie sich heute hier selber dann mit dem großen Preis belohnt. Nicole Passon, was gibt es denn für Stärken, die Philipp Rüping hat, wo du einfach sagst, Mensch, super Reiter? Das ist sowieso ein super Reiter, der ist top in Form im Moment. Der war letzte Woche schon Zweiter im großen Preis von Hagen, was auch 4 Sterne war, glaube ich. Und hier nochmal Dritter, das sagt auch vieles davon. Wo trefft ihr denn demnächst wieder aufeinander? In Hamburg oder in Dänemark oder in Schweden? Wisst ihr das schon? Was reitest du in den nächsten Wochen? Wahrscheinlich treffen wir uns in Deutschland irgendwo. Ich reite in München nächste Woche. Also da treffen wir uns, denke ich, nicht. Aber irgendwann mal wieder. Gibt eine Gelegenheit, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben nächste Woche Pause oder ein kleines Turnier bei uns bei der Familie Wernke auf der Anlage. Und danach fahren wir nach Wiesbaden auf das Turnier. Aber mit Sicherheit werden wir irgendwann Gelegenheit haben, wieder mal zusammen ein paar Runden zu reiten. Gut, vielen Dank, viel Glück für die Saison. Dankeschön, Philipp und Nicole.